Passt auf, Koran heißt nur, so wie er in arabischer Schrift herabgesandt wurde. Die Übersetzung heißt nicht Koran. Diese Übersetzung ist ein total großer Unterschied zu dem eigentlichen Koran. Okay? Deswegen, der Prophet ﷺ hat zum Beispiel Briefe geschickt an Kaiser, an Könige. Was stand da drin zum Beispiel? Bismillahirrahmanirrahim. Das ist eine Ayah vom Koran. Wa innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahi ar-Rahmanirrahim. Das ist mit Ijma aller Gelehrten, diese Ayah, dieser Vers ist eine Ayah vom Koran. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.